Hallo, das ist Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Crystal Part 6 heute. So, wir sind in den Alfruinen gelandet. Wir sind ein bisschen runtergefallen und anscheinend doch begegnet uns doch eins. Das wollte keiner sein, nicht wahr? Ich gucke gerade nur wieder schnell durch. Ein Inkognito E. Das ist ein E. Nein, ich dachte, das wollte keiner sein. Okay, dann flüchten wir einfach mal, weil ich habe jetzt keine Lust, gegen es zu kämpfen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder hier raus. Ich weiß, dass ich das eine Rätsel schon lösen könnte mit dem Blitz, aber ich möchte meinem Loreblatt jetzt nicht unbedingt Blitz beibringen, Frost, das geht überhaupt. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich möchte jetzt hier lang und gegen diesen Trainer kämpfen. Du bist kein Trainer, ne? Du besitzt einige gute Pokémon. Sie sind bestimmt wegen der vielen Kämpfe, die du mit ihnen Viola City absolviert hast, so gut. Das Training in der Pokémon-Arena muss von großem Nutzen gewesen sein. Nimm dies als Andenken an Viola City. Damit werden Pflanzenattacken verstärkt. Ja, wundersam. Okay. Nicht so doof, Freund. Danke. Ja. Ja, danke. Gut. Wundersam. Na, wo bist du? Ach, da warst du doch. Wundersaat geben, Necros-LP. Perfekt. Gut. Dann auf ins hohe Gras und sofort das erste Pokémon finden. Ist es ein Hopsprossi? Ist es ein Ratzfatz, ein weiteres? Aber das wollte nur einer sein. Ich werde dich umbenennen, keine Angst. Gut. Dann flüchten wir. Du bist entkommen. Gut. Nächstes Pokémon. Und ist es diesmal ein Hopsprossi? Es ist ein Hopsprossi. Gut, ein wildes Hopssprossi. Hopssprossi? Aber ich finde die so niedlich. Gibt's das Ding als Plüschtier? Ich würde das gerne als Plüschtier haben. Ich hatte mal ein Smoggenplüschtier. Dann hatte ich es nicht mehr. Da war ich traurig, aber sehr. Ich habe so geheult. Ah, ich muss euch noch was Lustiges erzählen. Ich erzähle euch dauernd lustige Sachen, zumindest für mich sind sie lustig. Und ich rede zu schnell. In McDonald's gab's doch... Gibt es immer noch, soweit ich weiß, diese Pokémon im Happy Meal. Ich habe mir Pikachu und die zwei Drachen von der weißen Edition geholt. Beim dritten, beim vierten weiß ich nicht, wie es heißt, deswegen kann ich nicht sagen, ich möchte es haben. Wisst ihr, wie ich mir die alle geholt habe? Nein, gar nicht wahr. Zwei habe ich mir so geholt. Ich bin da reingelaufen. Moment. Eine kleine Brise reicht aus, um es wegzuwehen. Es kann sogar bis in den nächsten Ort getragen werden. Oh. Möchtest du einen Spitznamen geben? Ja. Momo nämlich. Mo. Hallo. So, ich habe für die... Ich glaube, das war bei den Drachen, oder? Nee, gar nicht wahr. Bei dem weißen Drachen und bei Pikachu bin ich da einfach so... Nee, beim weißen Drachen sind wir durch den McDrive gefahren. Da habe ich gefragt, ob ich einfach einen weißen Drachen haben kann. Die so, nö, kostet 3 Euro. Ich so, gut, bitte hier, hast du 3 Euro. Gib mir auch den weißen Drachen dazu. Okay, habe ich mir das da bekommen. Bei Pikachu habe ich mir einen Cheeseburger geholt und Pikachu, also 4 Euro. Und ja, der Schwarzdrache, der war in meinem, hier, in meinem Happy Meal drin. Und den habe ich mir ein Happy Meal geholt. Hab davor noch die Chicken McNuggets gegessen, die Pommes irgendwie man das hingestalten. Und ich auf der Stufenparty. Ja, fehlt nur noch das eine, aber hey, da hast du, ich habe 3 Pokémon. Gut, ein Zubat. Ja, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ja, ich möchte es nicht wechseln. Logik? Nicht vorhanden. Jetzt ist es so niedlich. Ja, ich find alles niedlich. Fast alles. Ich mag Kakerlaken nicht. Ach, gut. Sehr schön heute. Sehr schön. Und... Los, geh. Sterben, Zubat, weil du bist böse. Geh sterben, weil du bist böse. Allererste Sahne, Casey. Teenager Needs wurde besiegt. Du bist stark. Du erhältst 180 Vogel und schick an dein Haus. Ich weiß. Ich bin sehr stark. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier lang. Das ist mich Picknickerin Annette. Aha, ja, du weißt. Wie bitte? Kampf? Ich telefoniere. Oh, okay, aber mach schnell. Sie hat ein Nidoran weiblich, sofern ich mich richtig erinnere. Also dieses grüne. Picknicker Annette möchte kämpfen. Picknicker Annette schickt Nidoran weiblich in den Kampf. Der, okay, es ist blau. Nein, die könnte ich mich sehr gut erinnern. Tackle, Lorbla, tackle es! Ich meine,
Ich habe nie die, ich hab mal die dritte Generation, die vierte gar nicht, aber die dritte mal angespielt. Deswegen, ich habe nur die ersten beiden rein theoretisch gespielt, auch die Remakes davon. Und die fünfte jetzt, also weiß. Aber sonst, nee. Idoran wurde besiegt, die Kriegs erfehlen Erfahrungspunkte. Whee! Picknicker Annette wurde besiegt. Ich muss meinen Ärger Luft machen. Oh, Patti, Patti, Popo, möchtest du meine Handynummer? Mhm, ja, du kriegst meine Telefonnummer. Ja, hier. Bitteschön. Ja. Schlüssel speichert Annettes Nummer. Juhu! Ich melde mich, wenn ich etwas Interessantes höre. Tu das, meine Liebe. So. Schutz. Mitten im Gras liegt ein Schutz rum. Sieht eigentlich auch dafür, dass das so krass wie grüne Mansch aus Mario aussieht. Ich bin immer noch dafür. Und schon wieder ein Ratzfratz. Es wackelt immer so schön mit seinem Popöchen. Mhm. Gut, fliegen wir. Du bist ja kommen. Gut, hallo. Gegen dich wollte ich gar nicht kämpfen. Dieser Blick, wie faszinierend. Ich guck immer gleich, okay? Ach, schön. Camper Erwin möchte kämpfen. Camper Erwin schickt Nidoran männlich in den Kampf. Das ist knallepink und voll männlich. Das fand ich schon immer zu geil. Gut, dann tackle das mal bitte. Und es lebt noch, verdammt. Es lebt noch mehr als die Hälfte. Casey, bitte, bitte. Lern Deutsch, bevor du anfängst zu reden. Oder denk über deine Sätze nach. Aber was, das ist ein Let's Play, das wird doch kein Sinn. Und es tackelt. Und es ist so. Schön. Level 17. Wir kommen voran. Folge 6 und Level 17. Das geht doch. Camper Erwin wurde besiegt. Das ist enttäuschend. Suse hält 180 Pokémon und schickt einen Teil nach Hause. Gut. Ich wollte nämlich erst hier lang. Und ich wollte einem Pokémon begegnen. So voll toll und... Knuffenser würde keiner sein. Das hatten wir schon beim Knuffenser-Turm. Die Augen sind viereckig. Seht ihr das? Seine Augen sind viereckig. Ah, wunderbar. Ich amüsiere mich gerade. Hallo, Angler. Meine Pokémon frisch gefangen. Das ist schön. Meine Pokémon trainiert. Angler Ahmed möchte kämpfen. Angler Ahmed schickt Quapsel in den Kampf. Oh, Quapsel sind auch niedlich, aber hier sind die nicht so blau, wie sie normalerweise sind. Los, Necros-LP. Rasierblatt. Lass mal endlich eine Rasierblatt-Attacke benutzen. Ui, ist das ein One-Hit? Sehr schön. Finde ich gut. Die Attacke ist sehr effektiv. Quapsel wurde besiegt. Ich erhalte Erfahrungspunkte. Schön. Noch ein Quapsel. Das ist schön, du hast... Da musst du aber mindestens eine, Moment, ich möchte mich jetzt nicht vertun. Angel, Superangel und... Verdammt, ich habe die letzte Angel vergessen. Aber du musst die Dinger über der Angel haben, sonst kannst du keine Quapsis angeln. Mit einer Angel kriegst du nur Carvador an den Haken. Wahrscheinlich hast du eine Superangel. Das war so rein aus der Theorie her. Angler Ahmed wurde besiegt. Platscher. Nee, ich Quapsel können gerne Platscher. Frisch gefangene Pokémon können gut trainiert und nicht Parolibi. Paroli? Paroli? Was für ein nettes Wort. Wow. Wegen dir habe ich den Fisch verloren. Oh, er hat den Fisch. Oh, Entschuldigung. Angler Albrecht möchte kämpfen. Angler Albrecht schickt Carvador in den Kampf. Ich habe gehofft, dass ich dieses Wort nie in einem Let's Play sagen muss. Also bestimmt habe ich es schon mal gesagt. Ich habe gehofft, dass ich es nie wieder tun muss. Das dachte ich mir noch heute Morgen, so als ich aufgestanden bin, so... Nee, als ich um 6 aufgewacht bin, nicht mehr einschlafen konnte für eine Stunde. Dachte ich mir so, oh bitte lass mich nie dieses Wort sagen, weil ich es lustig sagen. Aber ihr wisst nicht, was ich meine. Das ist gut. Ich hatte nämlich einen kleinen Sprachfehler. Wackel nicht mit deinem schwarzen Punkt im Auge so. Das ist voll irritierend. Ja, klatsch mich doch. Ach, du bist ja Level 15. Ist ja niedlich. Und du bist männlich. Oh, ein männliches. Okay, lassen wir das. Na, gibt's auch noch 100, oder? Wenn überhaupt. 63. Pff. Ja, geil. Die Makapatos. Nicht, die geben so wenig. Wirklich. Ich meine, Carvador geben episch geil, aber Carvador geben einfach nur... Bäh, wenn sie Level 5 sind.
Guck mal, wir haben schon wieder 10 Minuten. Also es geht echt schnell diesmal. Das ist total schlimm. Ich meine, ich habe jetzt seit über einer Stunde mein Mittagessen neben mir stehen und ich habe es noch nicht angefasst. Ich meine, da steht eine Packung. Womit? Speisekraft, Magerschufe neben mir. Hatte ich gerade nichts anderes zu essen im Haus gefunden habe, außer Toastbrot und Belag und Nutella und Honey Pops. Ich habe noch nie Honey Pops gegessen. Das sind diese komischen Cornflakes. Und ich dachte mir so, nimmst du das, dann. Ich weiß nicht, mir schmeckt so Magerquark. Einfach so zum Löffeln. Und ich weiß nicht, ich esse das gerne. Och Mama. Hi Dose, wie geht es dir? Ich habe beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden und es von deinem Blatt gekauft. Ah, ja, Mama. Geduld, die Voraussetzung für das Angeln und für Puppen ist dieselbe. Möchtest du auch kämpfen? Ich beherrsche beides, Angeln und Pokémon. Ich beherrsche Pokémon. Darum werde ich nicht verlieren. Okay. Dann zeig mir mal, wie sehr du das beherrschst. Angler Angelo möchte kämpfen. Angler Angelo schickt Goldini in den Kampf. Das ist ja so rosa. Spinnen meine Augen oder ist das echt rosa? Ist mein Bildschirm einfach nur zu alt mittlerweile? Ich meine, mein Bildschirm gibt langsam echt den Geist auf. Es ist nicht schön. Ich kriege aber bald einen neuen, hoffe ich. Hoffe ich. Den einen von meinem Vater. Haha, neu, ha. Nun gut. Angler Angelo wurde besiegt. Ich wollte diese Sache beschleunigen. Ja. Ich friere. Es ist Sommer, nicht friere. Na gut, es ist Frühling. Ich sollte mir nicht erkannt ziehen. So, da oben habe ich jetzt ein Stückchen ausgelassen. Da können wir jetzt noch schnell durchlaufen in den letzten 3 Minuten. Und wilden Ratzfratzes begegnen. Ratzfratzes. Fratzes. Fratzes. Flucht. Du bist entkommen. Ich wusste, es aufs Licht. Superball. Juhu. Ich bin Superball. Okay, ich sollte nicht so übertreiben und nicht so laut sein. Ich sehe meine Audioeinstellung. Und wenn nur Musik läuft, wenn ich nicht rede, dann schlägt die auch nicht aus. Ich habe schon gekämpft, naja. Gut. Und ein neues wildes Pokémon erscheint. Ein neues? Nee, nicht unbedingt. Nee, das hatten wir ja schon. Das ist. Guckt euch diese Vierecke an. Ich meine, diese Vierecke als Augen. Ich habe 2 Vierecke als Augen. Hui! Ich bin voll drauf. Ey, es ist echt zu geil hier. Gegen dich habe ich noch nicht gekämpft, ne? Ich habe gute Pokémon im Gras gefunden. Ich denke, sie passen ganz gut zu mir. Oh, ich habe gerade an dem T-Shirt gerochen, das ich anhabe. Das gehört meinem Freund, das riecht so geil. Ich dachte gerade so, irgendwie? Nee. Einer? Du hast echt einen verdammt. Jemand wollte ein Felino sein. Ich glaube, 2 wollten sogar Felino sein. Das sind verdammt beschissene Namen. Also, ein Felino kann ich jetzt hier schon lesen. Das andere nicht. Also, war es doch nur eins. Ach, scheint doch nur eins gewesen zu sein. Okay. Felino wurde besiegt. Gut. Teenager Einar wurde besiegt. Mist, ich dachte, ich könnte gewinnen. Nee, mit einem Wasser gegen ein Pflanzen-Pokémon kannst du nicht gewinnen. Nicht, wenn deins noch so schön low ist. Wie möchtest du die schmackhaft gehaltvolle Flecken und Rote zubereitet haben? Würde ich jetzt nur 1 Million Pokéball haben, möchtest du sie? Ja, ich dachte, die Kinder von heute werden stillreich. Oh, wir haben dies freitags da, ne? Also, in dieser Edition gibt es, also auch in der silbernen und goldenen, gibt es 7 Personen, die an einem Wochentag, also an einzelnen Wochentagen irgendwo mitten in dieser Welt rumstehen. Da oben steht zum Beispiel eine, ich glaube freitags, wir haben Samstag und Können wir jetzt hier wieder vorbei? Ich muss eins ablegen, ne? Ja. So, schalte den PC ein. Bills PC. Ja. Mhm. Ja. Ablegen. Tschüss, Momo. So, sehr schön. Sehr gut. Dann würde ich sagen. Oh nein, ich will nicht gegen dich kämpfen. Dieser Ort, der ist aus Viola City. Du hast Falk besiegt. Ja, ich habe meinen Schwanz in sein. Oh, ich sollte aufhören, so versorgt zu sein. Nein, ich habe ihn besiegt. Okay, Rico. Danke, Rico. Ich habe nicht mal einen Schwanz. Ich bin ein Mädchen. 18 Jahre jung. So, ja.
toll. Total trainierte Sopsi und so. Nicht. Hey, es ist tot. Schon gut, das war ein Volltreff. Aber hey, es ist tot. Und, oh mein Gott, es schickt einen Habitak um. Habitaks sind doof, die machen Schnabel. Das finde ich jetzt nicht ganz so klasse. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Limit. Ich kann das echt nicht. Ich bin immer über dem Limit. Das ist echt nicht gut. Und Tackle. Yay. Das ist gut. Taubsi, Taubsi, Taubsi. Taubsi, Taubsi, Taubs. Oh, ich hab Hunger. Mein Magen blutet jetzt echt. Ich sollte nach dieser Folge mal kurz eine Essenspause einlegen. Und dann was anderes aufnehmen. Mal drei Folgen am Stück. Das reicht erstmal. Gegner Taubsi wurde besiegt. Necros LPL. 70 Erfahrungspunkte. Da, da, da. Puppelfinger Rico wurde besiegt. Bla, bla, bla. Wir sind eben bei der Zeit. Okay, bis dahin. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.